Die Fritillaria oder Schachbrettblume, um die geht es heute. Schön, dass ihr mit dabei seid. Diese Schachbrettblume ist bei mir im Garten seit vielen Jahren heimisch. Interessant einmal zur Pflanze selbst. Es ist eine Zwiebelpflanze, ein sogenannter Frühlingsgeophyt. Eigentlich ein Vorfrühlingsgeophyt, denn er fängt sehr, sehr früh zu wachsen an. Bei mir werden sie im Herbst gepflanzt, die Zwiebeln. Die Zwiebeln sind ganz, ganz klein. Und ich mache das auf folgende Art und Weise. Ich steche mit dem Spaten in die Erde, drücke ihn nach vor und zurück und dann sind diese kleinen Zwiebeln da drinnen in der Erde, werden ein bisschen zugedeckt mit einem lehmigen, sandigen Substrat und das war's. Und dann beginnen sie zu wachsen und dann sieht man hier sehr schön diese unterschiedlichen Blütenformen. Gibt es in Weiß, in Violett. Selbst bei den Weißen erkennt man noch dieses Schachbrettmuster. Wunderbare Blüten. Warum ist diese Schachbrettblume so interessant? Sie wächst im Prinzip in der vollen Sonne, allerdings auf sehr feuchten und lehmigen Böden. Sie ist nicht wirklich heimisch, kommt aber von der Normandie über ganz Europa bis nach Rumänien vor. Diese Pflanzen benötigen im Frühling viel Feuchtigkeit, ziehen dann komplett ein, sehen sich selbst aus, wenn der Standort passt. Sind sogenannte Kaltkeimer, das heißt, der Same liegt bis zum nächsten Frühjahr in der Erde drinnen und erst dann beginnt er zu keimen. Man kann es auch im Blumentopf kultivieren, allerdings wird sie dort mit Sicherheit nicht lange überleben, denn sie braucht eben die Feuchtigkeit. So am Rand eines Teiches oder wie hier am Rand des Moores fühlt sie sich besonders wohl. Die Schachbrettblume, eine ganz, ganz interessante Pflanze, die ich in England einmal kennengelernt habe und jetzt bei mir im Garten gemeinsam mit vielen anderen Pflanzen, wie zum Beispiel Vergissmeinnicht, Gänseblümchen oder dem Wiesenschaumkraut, hier in dieser Naturwiese steht. Ich wünsche viel Spaß beim Garteln.